Live. Live on Tape, live on Festplatte bei Google Hangout. Ich bin der Knopf und mit mir, oh, man darf sich ja nicht zuerst eigentlich. Mit mir ist der Nunzio. Genau, aus der Schweiz, aus Zürich, wieder einmal. Es hat sich ja leider niemand gefunden. Ich habe jetzt 2 Stunden vorher schon gestern angefangen, Leute zu suchen über Twitter, die irgendwie Lust haben, hier mit uns ein bisschen rumzureden. Aber wahrscheinlich sind die gerade auf anderen Plattformen unterwegs. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, da möchte ich noch zukommen. Ich suche gerade, wo finden wir denn jetzt unseren Stream, dass wir den mal raus twittern kann. YouTube-Seite hier. Möchtest du die auch haben? Ja, gerne. Dann schicke ich dir doch gerade mal zuerst YouTube-Seite. Guck's selbst, bevor ich es raustwitter. Auch immer Social Media Tipp, erstmal immer gucken, funktioniert es, bevor Aber man, wahrscheinlich sind ja, die gerade auch. bevor man irgendwas twittert, den Link kontrollieren. Okay. Und dann, wir sind live, Großbuchstaben, warum nicht? So. Dass wir den mal Das raushängen lassen. funktioniert. So, weil es läuft ja, ich sag dir, was im Moment läuft, was uns natürlich die ganzen Zuschauer wegnimmt. Es läuft im Moment in London, im Tower of London, die Premiere von Game of Thrones Staffel 5. Nein, das geht natürlich nicht. Das kann man nicht. Nichts erwarten, so mit irgendeiner großen Audience. Ja, und es ist wirklich riesig. Also, die haben in dem Tower of London, ich habe vorhin eben, ich war da kurz live dabei, wo ich jetzt gleich dazu komme, wie. Und da haben auf riesenroten Teppich, haben da auch so holzbrennende Feuer. Gut, in Frankfurt brennt es auch im Moment gerade, ohne dass wir Ja. daran leiden. Und haben da auch große Videoprojektionen und. Und Riesen-Event gestartet. Ich muss gerade gucken, genau, hier piept es nämlich auch gerade. Und wie ich das gesehen habe, um jetzt da drauf zu kommen, ist nämlich durch Meerkat. Also Meerkat ist eine iOS-App, die Livestreaming direkt auf, im Moment sind es jetzt nur Apple-Geräte, ermöglicht. Ist Das nur heißt, man hält einfach nur sein Handy hin, sagt Livestream und zack, ist mal drauf und jeder kann sich. Also wird auf Twitter dann auch sofort gepostet, jetzt live. Und jeder kann sich dann in diesen Livestream einklinken also und halt einfach mal gucken. ich habe jetzt gerade mal geschaut, so ist das jetzt Spiegelverkehr bei dir? Nee, so ist richtig. So ist richtig. Das ist aber nur ein, da kannst du nur Streams angucken. Nur angucken, das ist das Einzige, was auf Android im Moment Auf verfügbar ist. Android, ja. Aber das ist ja zumindest, und du kannst die Streams aber auch, du kannst ja auch im Browser angucken. Also da habe ich aber gemerkt, Firefox funktioniert nicht richtig. Auf Google Chrome sind die ein bisschen, also von der Videotechnik her würde ich sagen, vom Videolevel ein bisschen runtergezogen, ein bisschen dunkel. Also da stimmen irgendwelche Schwarzwerte, Weißwerte, stimmen da nicht so ganz. Aber man kann zumindest Streams, wenn man die findet, auf Twitter, kann man auch direkt im Browser angucken. Und dann ist auch egal auf welchem Browser. Genau. Okay. Und Problem, was auch noch, die praktisch, das ja eigentlich für Hochkant gedacht ist und die Leute oft dann irgendwie drehen und aber, also ich habe festgestellt, das ist auch sehr unterschiedlich, wenn man das dann seitlich dreht, auch horizontal, dann zoomt er praktisch nochmal ein bisschen rein ins Bild. Also deshalb, die Leute sind sehr nah, meist wenn sie dann so das Handy vorm Gesicht haben. Aber ich glaube, das wird sich dann noch legen in den nächsten Tagen. Aber was ist so grundsätzlich, was unterscheidet jetzt das Meerkat von anderen, was von Ustream oder anderen bereits bestehenden Streaming-Diensten? Das ist direkt an Twitter ja, kurzer Schritt zurück. Es war direkt an Twitter angedockt. Twitter hat ein paar Tagen, nachdem der Erfolg dann da war und Twitter jetzt blöderweise eine eigene App gekauft hat, die Periscope heißt,
hat Twitter den Support für Meerkat ein bisschen gekappt. Das heißt, die können jetzt anscheinend nicht mehr auf diese User-Daten von Twitter zugreifen. Und das eben direkt diese Integration, also du siehst dann auch im Stream oben die Avatar-Bilder von den Leuten, die gerade zugucken. Mhm. Und wenn jemand kommentiert, also man kann Streams dann auch, wenn ich den sehe, kann ich den retweeten, kann den faffen. Und man kann dann auch kommentieren und das, was ich schreibe, demjenigen, das erscheint dann auch in meinem Twitter-Feed. Und praktisch auch, also und man kann dann praktisch auch kommentieren. Also hier auch nochmal, ich mache ja dann immer Screenshots, damit ich das irgendwie nicht, weil ich finde es, und genau, das ist auch der Punkt, nach dem Stream ist Schluss, also es wird nirgendwo gespeichert, was ich sehr schade finde. Derjenige, der streamt, kann angeblich, kann das sichern bei sich auf dem Gerät, aber jetzt habe ich auch schon gehört, es soll nicht der komplette Stream, also es wäre nur dann der letzte Teil, der gesichert wird. Das habe ich noch nicht ganz raus. Also quasi das Element der Exklusivität. Ja. Und also man ist dabei, was verpasst. Mhm. Mhm. Also so sieht das Ganze, ich hoffe, man sieht es irgendwie. So sieht es dann so ein bisschen aus. Also oben ist dann der sendet. Mhm. Und unten tauchen dann die ganzen Zuschauer auf. Und dann kann man hier unten praktisch auch die Kommentare lesen, wer was dazu schreibt. Und es ist wirklich dieses, es ist, also es war jetzt auch in den USA, South by Southwest, wie will man es nennen, diese Internetveranstaltung. Ja, ja, diese Internet / Konzert / sonst irgendwie Konferenzveranstaltung. Ja. Genau, wo eben auch sehr viele Early Adopters da sind, da ging es natürlich durch die Decke und jeder ist irgendwie rumgerannt mit dem Handy und hat live gemeerkattet. Also Meerkat, M-E-E-R-K-A-T, auf Deutsch ist das ja das Erdmännchen. Mhm. Und es ist eigentlich, ich hatte am Anfang, als es losging, wirklich, also das war, wo jeder Angst hatte mit der Google Glass, dass jetzt überall gestreamt wird und man kann bei den Leuten dann gucken, wo sie hinlaufen. Das ist jetzt Realität geworden. Nur haben die Leute einfach nicht eine Brille an, sondern dieses Handy vom Gesicht. Ja. Und das macht so offensichtlich und dann hat man plötzlich keine Angst mehr. Aber ja. Also es war auch, ich fand es auch erstaunlich, also es waren wirklich Sachen, wo ich, ich hatte jetzt im Moment ein bisschen frei, ein paar Tage, und hatte auch wirklich den ganzen Tag Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und dann immer bei Twitter auch sinnigerweise noch so ein kleines Twitter-Seminar, wo ich dann auch, normalerweise benutze ich die Twitter-Suche nicht, aber dann eben auch gezielt Twitter-Suche nach Hashtag Meerkat, Meerkat, gesucht, und dann findet man ja auch die ganzen Streams, die gerade laufen. Also es ist schon ein wenig eingebunden, aber so halbherzig jetzt, wo Twitter einen eigenen Dienst sich angelacht hat. Das müsste mal Google nochmal genau recherchieren, ich schreibe es auch unten vielleicht nochmal rein, was da jetzt wirklich, was da gekappt ist. Ich glaube, es ist diese, praktisch, wer ist der Follower von dir? Ich glaube, das ist die Sache, die gekappt ist. Und das hat er am Anfang halt komplett mit rein übernommen. Deshalb habe ich auch sehr viele Leute drin, wo ich dann sehe, der hat sich jetzt gerade angemeldet zu Meerkat, der. Was ich mich eben frage diesbezüglich, hat es denn, oder? Dass es am Anfang funktionierte, heißt in meinem Verständnis begrenzt, aber doch irgendwie noch da, dass irgendwelche APIs, Interfaces bestehen, zwischen Twitter und dem, dass das Meerkat das anzapfen könnte. Und dann müssten sie ja diese APIs gewollt schließen, dass das plötzlich dann nicht mehr funktioniert. So wie mir das einleuchtet. Ich weiß jetzt halt aber nicht, aber es ist eher so auch eine rhetorische Frage, aber trotzdem. Ich gucke gerade mal schnell, dann brauche ich das nicht nochmal extra danach nacharbeiten. Twitter cuts Meerkat off from its social graph, just as South by, South, as
South by Southwest Get Started. Warte mal kurz. Every year, was war's? So, okay. We are limiting their access to Twitter's social graph, consistent with our internal policy. The users will still be able to distribute videos on Twitter and log in with their Twitter credentials. That means that when you begin a Meerkat Live video, you still be posting an alert to Twitter, but some of the things that have made Meerkat compelling could degrade significantly. Okay. Since the app won't be able to create a map of friends right away, new users will get fewer push notifications when their friends begin broadcasting, and also will likely not get Meerkat notifications when their other friends sign up for the service. Okay. Also wenn jemand, der in deiner Friends-Liste ist, neu anmeldet, dann kriegst du das jetzt eben nicht mehr so mit. Ja, wahrscheinlich haben sie diese Notification-Levels gestutzt, die dann verfügbar sind. Ja. Vielleicht haben sie ihnen mehr Rechte gegeben from the start, als sie begonnen hatten, weil sie vielleicht damit liebäugelten, den Dienst aufzukaufen. Aber dann kam dann irgendein andere, wo beteiligen sie sich jetzt? Was haben sie jetzt gekauft? Periscope. Periscope, dann kam Periscope, das für sie viel besser aussah. Aber das noch nicht funktioniert, das ist ja der Witz, weil das ist noch nicht draußen, das ist in der kompletten Beta und da kannst du dich jetzt per E-Mail anmelden, dass du irgendwie für die Beta-Version irgendwie Zugang kriegst. Ja, aber das ist ja wieder mal das Beta-Spiel, oder? Macht man die Early Adopters heiß, dass sie rumfragen gehen, wer hat Invites. Also es ist ja das bekannte Spiel. Ja. Und dann können sie einen Hype um das neue Produkt kreieren und können es gleichzeitig so formen, wie es ihnen gefällt. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber schade für die Eigentümer, Entwickler von Meerkat. Also generell auch in den ganzen Artikeln steht auch generell die Entwickler, eben auch für andere Twitter-Apps, die kommen sich jetzt halt so ein bisschen verarscht vor. Ja. Und sie haben, muss ich gerade noch anfügen, innerhalb der ersten zwei Wochen jetzt 120.000 Leute. Also haben sich Meerkat runtergezogen. Und das auf iOS only. Also ja. Nicht schlecht. Und es ist auch, ich bin ja mehr so der User Experience, also was geht, wo ich auch eben Google Glass genau dachte, so, das ist jetzt diese, haben wir diese Komplettüberwachung. Hast du The Circle von Dave Eggers? Dieses ist ja auch dieses Buch im Moment, oder vor ein paar Monaten war das, wo er praktisch so einen Konzern wie Google beschreibt, die komplett Kontrolle und Überwachung haben. Und da gibt es eben auch, dass eine Kamera erfunden wird, die autark irgendwo steht und 6 Monate Akku hat und alles, was sie sieht, ins Netz streamt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, ich habe, wie gesagt, da bin ich ja stehen geblieben, ich habe dann gesucht, was streamen die Leute denn gerade. Und dann hast du da plötzlich eine Frau, die ihren Hund ausführt, die in San Francisco entlang geht, Kamera schwenkt hoch, Golden Gate Bridge. Das ist schon geil. Und das waren am Anfang natürlich dann Massen von Leuten, die da zugeguckt haben, weil es eben noch nicht so viele Streams gab. Ja. Dann habe ich noch halt viel so Walking durch San Francisco, auch wo wirklich Leute, das hat man ja auch mitbekommen, dass Leute mit Google Glass in eine Bar rein sind und angefeindet wurden und auch einfach nur mit einem Handy in die Bar rein, oh, es ist voll, er kann sich nirgendwo hinsetzen und wieder rausgelaufen. Also mit einer Google Glass hat jeder so, he's broadcasting, aber so ist er einfach mit dem Handy rein. Fand ich auch erschreckend so ein bisschen. Mit Google Glass war man ja, ich spreche jetzt schon in Vergangenheit, weil es ja angestampft wurde, war es ja nicht irgendwie, man war ja nicht ständig am Broadcasten, sondern nur, wenn man den Befehl gab. Genau. Und man hat es ja auch irgendwie gesehen, wenn aufgenommen wurde. Genau.
Aber nur so halbherzig, weil das Display irgendwie leuchtete. Also es war kein bewusstes rotes Licht an. Ja. Und also das habe ich gesehen, also sehr viele Leute, die einfach irgendwo hinlaufen, einfach mal ausprobieren wollten, dann auch die App. Dann viele Fernsehmacher, also in den USA auch viele so die News-Shows, und wo dann einfach nur zack, Meerkat gestreamt, und er hat es dann bei sich auf den Desk gelegt, und dann konntest du während der Live-Show halt noch so den Blick oder dann Blick Richtung Studio oder auch Tour. Also einer war sogar so nett, mit dem habe ich mich dann ein bisschen unterhalten. Der hat sogar für die Leute, weil er dann gesehen hat, auch er hat da 70, 80 Leute in dem Stream drin und ist dann mit denen dann auch rumgelaufen im Newsroom, ist in die Regie rein und hat den Leuten halt die Nachrichten gezeigt. Also das war super, wo man auch gemerkt hat, wo dann einfach auch so ein bisschen Visier offen, also nicht gleich abblocken, sondern erstmal so, oh, da habe ich jetzt jemand und ist ein neues Tool und jetzt spielen wir einfach mal ein bisschen. Ja, das ist doch noch spannend mit anzusehen, dass die klassischen Medien jetzt anfangen, gerade sofort auf den Zug aufzuspringen. Weil sie wollen es gar nicht so weit kommen lassen, quasi sich wieder eine Chance entgehen zu lassen, wieder die Berichterstattung an den Pöbel zu verlieren. Was ja in den letzten 5, 6, 7 Jahren ja immer mehr der Fall war und auch zu Recht zum Teil kritisiert wird. Oder nur noch die armen Fotografe von Fotoagenturen, die massenweise entlassen werden, weil alle Outlets irgendwie auf Lesereporter zählen, weil die ja sowieso mit ihren Handys überall sind. Ja, es ist halt einfach die Entwicklung. Und da ist es spannend mit anzusehen, dass sie jetzt auch sofort fast wie super nervös auf den neuesten Zug aufspringen. Man könnte ja etwas verpassen. Ja, oder auch eben jetzt viel mehr YouTuber auch mit ins Boot geholt werden. Also es war ja jetzt auch VOG-WM am Wochenende. Oh, ich habe mir so einen schönen Einstieg gebastelt. Jetzt habe ich den Einstieg gar nicht gesagt am Anfang. Kannst du ja wiederholen. Oh. Das ist halt live, ja. Das ist live, man kann es nicht cutten. Und Herr Knopf war nicht ganz da, weil er sich hier noch vorbereitet hat. Der Witz war ja, ich war am Dienstag, so wollte ich eigentlich einsteigen. Ich war am Mittwoch letzte Woche in Köln in der Schanzenstraße bei Brainpool. Mhm. Und habe eine quasi Live-on-Tape-Aufzeichnung angesehen von einer Sat.1-Show. Und sehr geil, also hat eine Stunde lang diese Show durchgezogen. Nur das Problem ist, die Sendezeit war 45 Minuten. Okay. Und wenn man dann gesehen, also auch riesen Aufwand irgendwie, 3 Kameras, Kran, Steadicam-Operator noch, nee, 4 Kameras, Kran, Steadicam, also insgesamt 6 Kameras, mit 6 Kameras. Und als ich dann Freitagabend sah, was von dieser Show live übrig blieb, fand ich es nur noch schade. Ja, so wollte ich eigentlich in dieses Live. Man muss es eigentlich live machen. Wenn man schon auf so viel Equipment zurückgreifen kann, dann soll man es auch nutzen und nicht super runterschneiden. Ja. Verstehe ich schon. Du weißt ja auch, wie viel Geld da dahinter steckt. Ja, aber das ist halt auch der Punkt. Es steckt viel Geld dahinter. Und das ist halt auch das Problem, wenn eine Redaktion dahinter steht. Also es waren dann auch in den Einspielern war teilweise Zeug drin, wo ich dachte, das wollt ihr jetzt nicht wirklich abends senden auf Sat.1. Also das ist schon ein bisschen heftig irgendwie, wo ich auch als Cutter, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, wo ich auch als Cutter dem Redakteur gesagt hätte, Entschuldigung, also der ist jetzt gerade betrunken, das kannst du so nicht nehmen, diesen O-Ton. Oder das ist ein bisschen arg heftig, was auch, also er hat, es ist so eine Wochenshow und er war dann halt auch in einem SM-Studio und wusste eigentlich da schon, dass es rausfliegt, also wo der Beitrag einfach auch zu lang war und das wurde dann auch wirklich für Freitag, für die Show wurde das dann rausgenommen.
Und gut, anyway, aber es war zerhackstückt. Also man hat auch wirklich, war sehr interessant zu sehen, was eigentlich von so einem, weil er hat fast wirklich komplett ohne Pause diese Aufzeichnung durchgezogen, mhm. was stimmig war. Und dann wurde es aber zerhackstückt, wo man dann nur, wirklich nur die besten Reaktionen des Publikums irgendwie genommen hat und Dinge dann auch eingekürzt hat. Ja, schneiden ist so eine Sache. Ich habe es ja auch gesehen, man hat dann so viel gutes Material und weil einfach die Zeit limitiert ist, ist es dann so. Also es ist jetzt die Erfahrung, die wir gemacht haben jetzt in den letzten Monaten. Man hat ja meistens, also wir hatten jetzt meistens wirklich sehr gute Szenen, sehr gute auch gesprochene Interviews und weil einfach die Zeit auf diese 2,5 Minuten limitiert war, wussten wir einfach, okay, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Und das ist so schade, weil Leute haben ja auch ihre Zeit genommen. Natürlich geht es um sie, aber sie haben sich auch Zeit genommen, sie haben sich Mühe gegeben, dass sie in einem Stück einsprechen zu können. Und dann wird das einfach weggeworfen. So, okay, sorry, Pech gehabt. Nicht so, hat den Cut nicht geschafft. Und unter der Perspektive kann ich es absolut verstehen, dass das so nicht ganz befriedigend ist. Ja. Also das ist ja auch der Punkt, wo ich auch froh bin, dass ich Live-Fernsehen mache, weil man kann halt nichts rausschneiden ja. und es ist zum Ende immer fertig, also es gibt keine Überstunden. Das ist auch sehr schön, weil die Aufzeichnung, also sie haben dann echt ein paar Sachen nochmal angesetzt und es hat sich nach hinten rausgezogen. Mhm. Und ich musste den letzten Zug kriegen von Köln nach von Köln Richtung Heidelberg. Mhm. Und ja. Gibt es denn da nur so Kuriosität? Gibt es da keine Nacharbeit? Man kann Debriefing von Live-Shows so. Doch. Doch, okay. Doch, das gibt's schon. Also, Aber nur sehr, sehr konzentriert. Wenn man einfach sieht, dass die Sendung nicht gut performt hat, dann macht man das. Ach so, aber wenn alles glatt verlief, dann war es ja. Okay, well done, gut. Oder halt einfach auch wie überall, wenn Prozesse sind, wenn viel Zeug zurückkommt, was falsch erklärt wurde oder falsch dargestellt wurde und dann muss man halt andere Sachen, wie man Sachen präsentiert, einfach dann umstellen. Okay. Was ich auch aus meiner RTL-Zeit bei Punkt 12 sehr interessant fand, es gibt bei Punkt 12 gibt's einen Redakteur, der nicht an der Sendung beteiligt ist, der sich die ganze Sendung komplett anschaut und dann praktisch in der Redaktionskonferenz Fragen dazu stellt, was er nicht verstanden hat oder was wo irgendwie seine, was halt nicht ihm nicht klar war. Das ist noch gefitzt. Hm? Ist noch gefitzt, wie wir hier sagen. Ist noch gut überlegt. Ja, weil wenn du da drin bist, weißt, dann kriegst du doch immer mit irgendwie, was besprochen wird, aber wenn du wirklich überhaupt nicht komplett an dem Tag mit der Sendung zu tun hast und dann guckst du die halt an und kannst dann auch man sieht es dann auch ganz anders an. Vor allem wenn es ein Redakteur ist, dann hast du auch einen Mann von Fach, der genau weiß, ja. worauf es drauf ankommt. Ja. Okay. Das war eben früher, da hatten sie noch Budget dafür. Ja. Ja, nee, aber, ja, okay, wie es jetzt inzwischen ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch schon Stand von vor. Ja. Bin ja schon ein bisschen weg von aus Köln. Ja. Das war auch, ja, Köln war, ey. Dann stand ich am Neumarkt, wollte Richtung Rudolfplatz fahren und bin natürlich in die Bahn, in die ich 5 Jahre lang eingestiegen bin, in die 9 und bin runter dann Dasselstraße gefahren, mhm. Richtung Uni und nicht, wo ich eigentlich hin wollte. Und dann stand ich vor meiner alten Wohnung. Gewohnheitstierchen. Es ist echt unglaublich. Oder auch so die ganzen. Aber es ist, ich wollte, also es wird ja viel umgebaut im Moment. Es ist auch, und es ist ja nun, also sagen wir mal 2006 bin ich weg. Ich hatte immer so einen Schleichweg irgendwie, konntest du im Bahnhof schon hoch, Gleis 1, und konntest dann von hinten auf die Domplatte kommen, dass man praktisch nicht von diese Stufen hoch muss. Mhm.
Und das ist jetzt einfach getrennt, da kommst du nicht mehr rüber, das ist abgerissen. Fand ich sehr schade. Aber gut, zurück zum Livestream. Ja. Wo aber auch Leute Dinge getan haben, also ich habe mich dann auch unterhalten mit eben einem News-Anchor aus Florida, der dann meinte, ah, ist ja lustig, ob ich nicht, weil ich dann gesagt habe, halt, ich bin Bildmischer, ob ich nicht bei mir aus der Regie auch streamen könnte und er das dann bei sich in der Sendung einbaut. Das heißt, dass er eine andere Fernsehsendung dann gerade zeigen kann, die dann läuft. Und dann habe ich halt geantwortet, ich darf ja noch nicht mal Fotos machen irgendwie bei uns in der Regie. Ja. Und um jetzt zum Stream zurückzukommen, einer hat, der in einem Pudelwaschsalon, der hat dann einfach mal, wie er diese Hunde wäscht, die Kamera da drauf gehalten. Aber auch Kundengespräch und der Kunde hat seine Telefonnummer gesagt. Also das fand ich sehr bedenklich. Ja. Das sind ja die Staaten, da hat man ja einen anderen Approach zu Datenschutz. Und was ist privat, was ist nicht privat. Wenn ein Smartphone drauf gehalten wird, dann ist davon wohl auszugehen, dass es nicht privat ist. Ja, aber selbst auch Dings von Twitch TV, Leo Laporte, der auch so, ja, Meerkat, ja, und hatte dann die Kamera da stehen und hat dann halt... irgendwie das neue Chromebook kam auch raus, irgendwie letzte Woche. Ja. Und hatte dieses Chromebook. Und du hast halt mit dem Meerkat-Stream auf seine Tastatur geguckt und er gibt sein Passwort ein. Also wo man echt froh sein kann, irgendwie, dass es danach nicht gespeichert ist irgendwo. Ja, ich glaube, dass das wiegt auch gewisse Leute in falsche Sicherheit schlussendlich. Oder? Das wird ja eh nicht gespeichert, machen wir was. Wer dabei ist, ist dabei, wer nicht dabei ist, der hat Pech gehabt und das gibt ja dann keine Konsequenzen. Bis die ersten Screengrabber kommen und anfangen, das Ganze. Das ist der nächste Punkt, da möchte ich jetzt eben genau drauf kommen. Es war nämlich auch noch, es war nicht nur South by Southwest, es waren auch Radio Days in Milan, also in Mailand. Ja. Und gleichzeitig war auch noch CeBIT. Also es war wirklich so Information Overflow, Meerkat Overflow. Und Spring Break war auch noch. Also die Meerkats, da kann man auch froh sein, dass die nicht gespeichert wurden. Aber es waren sehr viele Sessions bei den Radio Days in Mailand, wo ich ja auch, da kann ich ja nicht einfach, also man kann sich ja nicht vier teilen und dann auf jeder Party irgendwie dabei sein. Wo ich gestehen muss, ich habe da Streams mit der Videokamera das iPad abgefilmt, weil ich einfach die Zeit nicht hatte, mir das jetzt anzugucken live. Ja, das ist jetzt böse? Verbieten Sie es dir explizit, du darfst keine Aufzeichnungen machen? Das steht wahrscheinlich auf Seite 7 der Nutzervereinbarung. Oder so. Keine Ahnung. Aber eben, das öffnet. Eben in Europa ist man ja nochmals anders unterwegs in Sachen Datenschutz als in den Staaten. Aber das öffnet trotzdem wieder ganz Tür und Tor für andere Probleme. Also Deutschland GEMA zum Beispiel auch. Ja. Aber die sind ja, die haben ja sowieso ständig ihre Finger drin und machen eher die Party kaputt, anstatt sie zu fördern, um mehr Geld irgendwie einzufließen. Die GEMA macht ja vieles falsch. Das hat jahrelang, in den letzten Jahren hat man gesehen, wo Inhalte freigegeben werden in einem gewissen Fair-Use-Rahmen. Da wird das auch genutzt und plötzlich wird auch bezahlt, sobald es bezahlbar ist. Aber wenn die GEMA jetzt geht, jedes Video abzugreifen, was sie ja immer noch machen, und ich glaube in Deutschland ist YouTube-Links in Deutschland sind ein Glücksspiel, dann suchen die Leute Umwege und dann werden sie niemals einen legalen Weg überhaupt in Betracht ziehen. Wenn einfach der normale Use Case von ich gehe auf YouTube und will mir ein Video anschauen, das mir irgendein Freund, das Übersee geschickt hat, anschauen will.
Und überall hat es gezeigt, wo es bezahlbare Lösungen gibt, da zahlen die Leute auch gerne für einen Service, für eine Dienstleistung, die etwas bringt. Aber ja, das ist, ich weiß nicht, ihr habt ja keine politischen, legislativen Rechte in Deutschland. Müsst ihr das irgendwie wahrscheinlich durch eine Petition hintendurch reinschleichen, dass da irgendwelche Sachen geändert werden, wenn überhaupt. Es ist einfach ein wenig vertrackt, die Situation mit den Rechten in Deutschland. Und es würde wahrscheinlich der gesamten Branche, künstlerischen, medienschaffenden Branche, würde es wahrscheinlich helfen, wenn hier solche strikte Regeln gelockert würden. So mein Statement. Ja, es sind viel zu viele Köche verderben den Brei. Es sind viel zu viele Lobbyorganisationen, die dann da irgendwie mitreden wollen. Ja, ein gutes Beispiel, wo ich jetzt auch da, es war irgendwie Tag der Pressefreiheit vor ein paar Tagen und da hat dann irgendeine Organisation, Reporter ohne Grenzen war es, die haben irgendwie 13, 12 oder 13 Webseiten, die in China und halt in den jeweiligen Ländern gesperrt sind, haben die praktisch nicht retweetet, also halt gespiegelt, damit die Leute darauf zugreifen konnten, wo ich mir denke, ja, da ist man froh, dass man Informationen bekommt und bei uns macht man irgendwie dicht und sagt, hier Paywall, willst du meinen Artikel lesen, musst du erstmal zahlen. Paywall, das letzte Aufbäumen der Medienhäuser. Entschuldigung, dass ich da jetzt wieder einsteige, weil das war nämlich auch ein Tweet, den ich abgesetzt habe. Bei South by Southwest hat man gesehen, wurde gestreamt, wie ein CNN-Team den Macher dieser Meerkat-App interviewt hat. Also ich habe praktisch die News, ich habe das Interview live gehabt, während CNN da stand und es aufnahm. Und es dann irgendwann in 2 Minuten 30 irgendwie verwurstet wird. Und ich war halt dabei und konnte mir das alles, was er gesagt hat, live angucken. Und das ist eigentlich für mich gewesen, okay, that's the end of TV Journalism. Ja, weil das ist ja das, was die Leute wollen. Man will ja überall dabei sein. Und wenn eine solche Infrastruktur, wobei es sich jetzt gerade sieht, so wie bezahlt man das? Oder im Falle von Meerkat, da gibt es sicherlich gute Investoren, die ihre Gedanken sich zu diesem Business Case gemacht haben. Worauf wollte ich hinaus? Die Leute wollen das, dass sie ständig live dabei sein können an allem, was auf der Welt passiert. Weil das fand ich ja noch ganz cool in einer der ersten Neon-Ausgaben vor, was war das, 15 Jahren, der Michael Collins-Effekt. Jeder will den Michael Collins, niemand will Michael Collins sein. Weißt du, wer Michael Collins war? Nee. Michael Collins war der Mann, der in der Apollo-Kapsel um den Mond schwebte, als der Rest der Welt auf die Mondoberfläche schaut. Er war sozusagen der most loneliest person, human being on Earth, obwohl er nicht on Earth war, aber er war der verlassenste Mensch. Ja. Genau, und niemand will er sein, niemand will alleine irgendwie sein. Deswegen ist es auch nie cool, irgendwelche Aufnahmen zu schauen. Also es ist immer cooler, Live-Sachen zu schauen, als irgendwie auf dem TV-Rekord oder so. Weil man will dabei sein, man will in einer Masse sein. Das soziale Erleben ist, auch wenn man nicht miteinander spricht, das will man haben. Und deswegen will man auch an allen Sachen, die passiert, so nah wie möglich dran sein. Und deswegen, ich sehe schon ein Potenzial, dass es funktionieren könnte. Aber eben, dann stellt sich die Geldfrage, wie zahlt man das? Je mehr Leute das kommen, wie skaliert sich das? Ja, aber das ist auch, als ob es abgesprochen wäre, wirklich. Weil
Ich musste jetzt ein paar Mal heute beim Hangout einloggen, dreimal bei Google musste ich irgendwie mein YouTube-Konto bestätigen und habe jetzt seit langer Zeit, ich gucke da ja, ich muss da mehr machen, gebe ich zu, und habe jetzt zum ersten Mal wieder lesen können, irgendwie was da, was ich alles für Möglichkeiten habe, Videos über 15 Minuten, bla bla bla. Und da gibt es auch die Option von Fans bezahlte Kanäle. Also man kann wirklich auch Content in anderen Ländern, in Deutschland geht es anscheinend noch nicht, dass die Fans für Content von Creatern bezahlen. Über YouTube. Okay. Über die ganzen Google Pay Services, die sie haben. Ja. Okay, das wusste ich auch nicht, dass man bezahlen kann. Aber das wird wohl eher so zurückhaltend gehandhabt im Moment. Weil sonst wäre das ja auch also, viel größer breitgetreten. So, hey. Ich weiß es nicht. Es ist auch, es kam vorhin ein Galileo-Beitrag über Südkoreaner, die anderen im Livestream beim Essen zugucken und dann irgendwie sagen, wie viel das die essen müssen und wie schnell irgendwie. Also ganz strange Sachen. Und die konnten die auch, da hat er sich ein Restaurant mit eröffnet, also der das, so ein ganz Bekannter, der das gemacht hat, der konnte da direkt das monetarisieren von seinen Zuschauern. Ja, also wo wirklich die Zuschauer ihm... Das reichte schon. Die Zuschauer. Okay. Ja. Wo praktisch die Zuschauer ihm praktisch so einen Tipp gegeben haben und er da auf mehrere tausend Euro umgerechnet kam. Das sind halt diese Skalierungseffekte, ja. Ich meine, es kostet ja jetzt nichts. Es kostet mich jetzt nicht mehr, ob jetzt hier 100.000 zuschauen oder 200.000. Kostet ja nichts. Nee. Für dich kostet das nichts. Man sieht ja einen Stream nicht danach an, weil man möchte ja jetzt eigentlich auch mitkommentieren. Komme ich aber gleich noch drauf. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Wenn ich zu viel Quatsch, gell, auch einfach sagen. Nee. Dann noch eine interessante Geschichte, auch wieder mit Meerkat. Oder nicht, wer auch gemeerkattet hat. Oder sagen wir es mal so. Konstantin Winkler war am Samstag unterwegs mit einem anderen, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß, einen Tag Bahntag, also Holiday on ICE, und ist einmal, es gibt Tagesticket mit der Bahn, ist mit der Bahn durch Deutschland gefahren und haben dann eben auch ganz aktuell Meerkat-App gehabt und saßen dann beim Frühstücken irgendwo in Frankfurt und haben dann eben dieses Frühstück gestreamt. Ja. Also es ist auch bei dieser South by Southwest, da sind 250 deutsche Medienmenschen hingefahren. Da gibt es, wen es interessiert, germanfolkshaus.com von Michael Pretorius, wo man die ganzen Streams auch noch abrufen kann, der da praktisch seine Bühne, sein Wohnzimmer hat und dann von da gestreamt hat. Und der Witz war, dass Richard Gutjahr, der allererste Apple iPad Owner der Welt, saß einfach am Frühstückstisch und hat gesagt, hier, zack, Meerkat Stream, und hatte 80 Leute plötzlich im Meerkat Stream drin. Hat dann in der Küche irgendwie den Kühlschrank, dann im Kühlschrank, ihr könnt uns jetzt mal sagen, ob wirklich im Kühlschrank das Licht ausgeht, hat das Handy in den Kühlschrank gelegt, den Kühlschrank zugemacht. Und jetzt schreibt mal, ist das Licht wirklich ausgegangen? Also es war geil. Es war geil, da dabei zu sein. Und weil es auch, das ist jetzt auch wieder ein abgedroschenes Schlagwort, aber Authentizität, ja. Es ist, man ist wirklich dabei und kann mit den Leuten auch interagieren, was eben beim Fernsehen so ein bisschen fehlt. Oder man kann halt beim Fernsehen auch nicht auf 30 oder 40.000 Leute gleichzeitig eingehen. Nee, man kann ja nicht in einen Chatroom hier auf der Seite einblenden. Das scrollt ja dann nur noch durch. Das passiert ja heute schon bei irgendwelchen Gaming-Streams online, die das durchziehen mit Chats, die sie in einer Ecke zeigen. Das kann man ja eigentlich gar nicht verfolgen. Und auch mit
mit der Bauchbinde, mit irgendwelchen Tweets und so. Das ist A, selektioniert und B, meistens nicht so relevant und halt wirklich auch ausgewählt. Das ist nicht, ich schreibe jetzt was und das kommt dann und hey, ich bin dabei, ich bin im Fernsehen, sondern wenn ich was Lustiges schreibe, das irgendwie von einem Redaktor ausgewählt wird, dann kommt das vielleicht und ist dann eine Viertelsekunde lang drauf. Ist denn, Entschuldigung, weil ich jetzt hier gerade mit Redakteur und Dings, ich springe mal wieder ein bisschen. Ich habe ja bei dir zum ersten Mal Joyce gesehen. Mhm. Also das, die Schweizer Version von Joyce. Ja. Die haben in Deutschland Ende letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Ja, ja. Läuft der Sender noch? Der Sender läuft noch. Sie sind allerdings im deutschen Kabelnetz draußen. Okay. Suchen jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, es gibt ja so verschiedene, verschiedene Fernseh-Apps, versuchen da irgendwie reinzukommen. Ja, sozusagen. Oder haben da jetzt auch schon mehrere Möglichkeiten. Mhm. Machen jetzt vermehrt live und haben ja eben auch, deshalb fielst du mir jetzt gerade ein, weil sie haben ja auch so ein Chatfenster drin, wo man dann praktisch auch die Feeds sieht, was instant gechattet wird. Ja, und machen jetzt viel mehr Live-Strecke. Also was jetzt abends nur die Show war, die machen jetzt irgendwie drei Blöcke am Tag live. Mhm. Ja, kosten das weniger, als wenn man das ab Konserve nehmen würde. Aber ich glaube, das ist auch wirklich das, wo die Leute dabei sein wollen. Die merken, also weil Sie sagen ja auch, Sie haben gesagt, die deutsche Quotenmessung, was ich aber auch nur bestätigen kann, die deutsche Quotenmessung ist scheiße. Also das sind 5000 Boxen, die irgendwo stehen von der GfK und wo das dann hochgerechnet wird und da fällt so ein kleiner Sender natürlich komplett raus oder ist komplett unrealistisch abgebildet. Also auch hier in der Schweiz, wir haben ja auch letztes Semester im Fach Medienunternehmen, glaube ich, haben wir Joyce untersucht. Wir mussten dann irgendwie eine neue, weitere Einnahmequelle uns ausdenken für den Sender. Und ich wollte irgendwie Nägel mit Köpfen haben. Irgendwie. Ich wollte wissen, wie viele Leute schauen das überhaupt. Können wir das mit Broadcast-Leuten irgendwie, können wir dann Marktanteil steigern? Und alle Plattformen, also sind nicht viele, 2 bis 3 in der Schweiz, wo Zuschauerzahlen abgerufen werden können, führten Joyce gar nicht auf. Weil einfach, das sind ein paar tausend Leute von 3 Millionen Haushalten. Das geht einfach nicht. Das taucht nirgends auf. Das sind Bruchteile von Promille. Und ja. Sie sind dann online, damals, das war vor circa 3 Monaten, waren sie wir haben in der Schweiz so ein Analytics-Zahlen-Service, der heißt Netmetrics, wo auch sehr stark für Anzeigekunden für Online-Dienste benutzt wird, also man ist erst etwas, wenn man von Netmetrics in die Zahlen aufgenommen wird. Und da sind sie schon nicht so schlecht in Online. Nämlich auf Platz 70 der schweizerischen Websites und vor Viva und MTV. Aber hinter Energy, Radio Energy, das eines der größten Privatradios in der Schweiz ist. Und halt wie von Energy aus Frankreich, so ein Affiliate, das in Zürich und in anderen Städten in der Schweiz sendet. Und die haben halt einfach fast nur online eine Chance. Das heißt, sie müssen sich eigentlich runterdenken und auf Medium online wechseln, um in Zukunft auch Erfolg zu haben. Sie hatten ja ganz am Anfang ihrer Geschichte in der Schweiz hatten sie ja mit Ach und Krach es geschafft, dass sie
im analogen Kabelnetz schweizweit auf die Must-Carry-Liste genommen werden. Dass so Sender draufkommen, die halt alle nationalen Sender, die öffentlich-rechtlichen der umliegenden Länder, halt die mit irgendwelchem gesellschaftlichen Mehrwert. Da kann man sich drüber streiten, inwiefern Joyce einen gesellschaftlichen Mehrwert leistet. Das Einzige, was gut daran ist, ist, dass die Zielgruppe Jugend in irgendwo durch abgeholt wird. Aber man kann sich dann auch wieder fragen, wie wird sie abgeholt? Mit Musik, die von Labels gesteuert wird, mit Produkten, die auch von irgendwelchen Werbekunden gesteuert werden. Also wo ist da Fleisch am Knochen? Nicht sehr stark, meine persönliche Meinung. Aber deswegen fand ich es ein wenig extrem, dass sie das Ganze auf das analoge Kabelnetz, das die Jungen gar nicht schauen. Sie sitzen ja nicht mehr vom TV und schalten Kanal 12 an, sondern sie sind auch irgendwie mit dem Smartphone oder im Computer zu Hause irgendwelche Livestreams anschauen. Und da sollten sie eigentlich mehr investieren als ein klassisches Broadcast. Ja. Auch mit das Nee, da muss ich dir zustimmen, weil das fand ich nämlich auch, letztes Jahr auf der Republika war nämlich auch der Alexander Mazzara, also der Chef von dem Ganzen, und hat damals gesagt, Joyce ist, er weiß, dadurch, dass er die Leute dazu bringt, dass du eingeloggt bist auf der Webseite, dass du eben bei diesen Shows auch mitkommentieren kannst, dann gibt es so ein Gewinnspiel, irgendwie Red Button, wenn der Red Button ist, kannst du das drücken und dann... Und du kannst die Freshness der Sendung bewerten und so. Ist eigentlich ganz cool für so. Das hätte ich mir gewünscht damals, oder? Als ich so im jugendlichen Alter war, NBC Giga, das war so geil, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte. Oder? Und das wird einfach nicht stark genug, konsequent genug durchgezogen, meiner Meinung nach. Das könnte man noch ein wenig weiter treiben, aber die jungen Leute von heute sitzen. Die Aufmerksamkeit, das war dann auch lustig. Ich habe mir dann die Zahlen angeschaut und eben gut auf in den Top 100 der schweizerischen Websites. Und sie haben auch mit den Apps haben sie einen Riesensprung gemacht letztes Jahr, als sie die Apps eingeführt haben, weil die Leute unterwegs dann auch das Programm oder die Webseite wenigstens besuchten. Aber die Zeit, bei der die Leute auf den einzelnen Zeiten blieben, die nimmt kontinuierlich ab. Das hat auch damit zu tun, weil sie eben auf Apps verfügbar sind. Oder? Man klickt sich durch und man bleibt nicht mehr lange, weil sowieso auf dem kleinen Screen will man ja nicht länger als 2-3 Minuten irgendwas schauen. Und dann wird es einem öde, vor allem mit der Aufmerksamkeitsspanne eines 15-Jährigen. Und das ist ein wenig bedenklich und deswegen sollte man ja genau solche Mittel pushen, um die Interaktion der Zuschauer zu fördern. Das ist schwierig, das sehe ich absolut ein, aber man sollte sich so darauf konzentrieren. Also das war auch ein Punkt, was der Mazzara da rausgestellt hat, dass er eben dadurch, dass er die Leute auf der Seite hat und mit denen interagiert, er hat gesagt, er weiß genau, wie alt das die sind, ob männlich oder weiblich, und eigentlich hat er genau ein Profil, wer guckt da jetzt im Moment zu? Und das wird aber anscheinend nicht genutzt, wirklich, fürs Programm. Stellt sich auch die Frage, ich habe ja auch für das Projekt habe ich so ein Profil angelegt, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das Alter muss man nicht angeben. Also sehr, man will ja, dass sich die Leute registrieren. Und deswegen, je mehr Pflichtfelder du einbaust in ein Registrationsformular, und deswegen sind auch diese Open Authentication, diese Google- und Facebook-Logins so populär, weil du kannst einen Link klicken und hat alle deine Daten. Und ich glaube, das haben sie noch nicht. Oder vielleicht haben sie es jetzt eingeführt. Vielleicht müssen sie nachschauen. Du kannst mit Facebook, du kannst mit Google. Kannst du jetzt, okay. Weil ich gucke eben gerade, das interessiert mich jetzt gerade selbst, mein Profil. Was könnte ich denn hier reinschreiben? Favoriten, Interessen.
Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele bei Facebook einfach so, ja, ich interessiere mich da. Und Facebook auf der anderen Seite, ich war ja total geschockt, als ich das erste Mal gesehen habe, Facebook genau den Werbekunden anbietet, hier, ihr könnt werben, nur zum Beispiel Leute, die Schokolade oder was weiß ich, irgendwie dann als Interesse haben und nur die kriegen die Werbung dann. Ja, aber das ist dann das Big Data Problem, oder? Das ist, welche Daten willst du ziehen und also was machst du damit? Geburtstag, Sie haben den Geburtstag, Sie haben die Adresse auch, dadurch Gewinnspiel eben auch, man gibt die Adresse an. Mhm. Und Sie haben das Geschlecht männlich-weiblich. Aber dann muss man die Sachen auch nutzen. Also man muss die irgendwie die Zielgruppe segmentieren und dann auch mit diesen Segmenten etwas anstellen. Und nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt die Daten, was machen wir damit? Und dann hat man kaum Zeit, um das Ganze irgendwie zu Geld zu machen. Was ja das Sinn eines Unternehmens sein sollte. So, abgesehen vom Spaß. Ah, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Eine unserer Mitarbeiter in der Firma hat gerade letztens in unseren Gruppenchat reingepostet, so Big Data. Big Data is like teenage sex. Everyone's an expert on it, but nobody is doing it. And everyone keeps talking about it. Irgendwie so. Und es ist doch eine relativ passende Analogie. Auch heute, 2015, sprechen alle darüber, aber so richtig was damit anstellen kann man immer noch nicht. Es war ja letztes Jahr so ein Thema. Und dieses Jahr wird es ein wenig unter den Teppich gekehrt, weil man, ich denke, weil man so Erkenntnisse hatte, so, die Datenmenge sind noch viel zu groß, um sie irgendwie in einer nützlichen Frist mit einem nützlichen Ergebnis irgendwie auszuwerten. Aber das wird sich ändern mit der Rechenleistung und mit den Spezialisierungen, die da immer mehr folgen, wird sich das schon noch ändern. Also ich denke, dass da Google doch schon gut dabei ist. Also hast du Citizen vorgesehen? Nee. Das ist ja dieser Film praktisch mit Edward Snowden, wie diese ganze Geschichte ins Rollen kam. Dann muss ich nach Torrenton. Aha, nein, dann habe ich noch nicht gesehen. Wir sind doch gerade öffentlich. Ja, ich weiß, nein, Sie haben ja das so... Ach, du bist satirisch unterwegs, natürlich. Ja, eben. Gut. Also ich fand auch, es ist wirklich, also von Anfang an, also man hat eigentlich... Man hat geplant ja, dass man ihn dann, wie soll ich jetzt sagen, dass man ihn da so rausstellt als praktisch Whistleblower, aber er hat auch selbst, er sagt auch selbst oft genug, ich möchte da nicht im Vordergrund stehen, sondern es ist vielmehr eigentlich, was er da enthüllt. Und der war ja Netzwerkadministrator einer Fremdfirma. Und hatte mehr Rechte im Netzwerk als die Mitarbeiter der NSA. Also das fand ich schon den Hammer. Als Sysadmin hat man sehr viel, auf sehr viel Einblick. Sehr, sehr, sehr viel. Ja, aber dann von einer Fremdfirma. Das verstehe ich halt nicht. Das ist auch so eine Vertrauensgeschichte. Ich glaube, die Verträge werden dann auch so ausgehandelt, dass man gar nicht daran denkt, weil es zu wenig Fachwissen gibt, die möglichen Sicherheitsbedenken, die dabei entstehen, richtig klassifizieren zu können und irgendwelche Folgen daraus zu schließen und die Sachen zuzumachen. Außerdem ist es ein Konfigurationsaufwand. Und meistens sind da irgendwelche Jungs da, die denken, ja, das reicht ja dem Management, also machen wir die einfache Lösung, wir haben noch anderes zu erledigen. Ja. Und auf jeden Fall, er hat dann, was auch für mich so ein Aha-Moment war, weil du hinterlässt ja nicht nur Spuren mit der IP-Adresse und mit deinen Benutzernamen, sondern er sagt, die NSA kann ja auch zurückverfolgen, wenn du überall woanders einen anderen Benutzernamen benutzt, eine andere IP-Adresse hast, wenn du das gleiche Passwort benutzt, bist du trotzdem zurückverfolgbar. Ja, das ist ja wieder so die psychologische Komponente dieser Sicherheitstechnik, oder? Wie stellt man sich einen Hacker vor? Er arbeitet stundenlang, bis das Passwort durch ist. Nein, er ruft
der Sicherheit, den Tech-Support an und gibt sich als irgendjemand aus, der das Pass, hohes aus, der das Passwort vergessen hat. Weil sowieso mittlerweile die ganze Belegschaft eines Unternehmens im Internet veröffentlicht ist, dann sagt man, gibt man sich als irgendjemand hohes aus und sagt, du, sorry, ich war dumm, ich habe wieder mein Passwort vergessen, kannst du es mir nicht irgendwie, bla bla bla. Social Engineering, so kommen sie zu den Sachen. Und so funktionieren ja so funktioniert der Zugriff durch psychologische Tricks, weniger durch Trial and Error und Technologie. Der Faktor Mensch. Geistleck. Da muss ich schmeiß ja wieder mal meine Anekdötchen rein. Mhm. Deutschland Radio oder Kultur? Deutschland war es Funk oder auf jeden Fall die Sendung Computer und Kommunikation, damit ich ja auch ein bisschen Werbung mache. Hat einen Beitrag gemacht über in Indien werden bei Windrädern wird sehr oft eingebrochen und Kupfer geklaut. Also in diesen Kontrollstationen halt, die unten dran sind. Für Techniker, damit die Techniker keine Schlüssel mehr haben, gibt es einmal Passwörter, die denen aufs Handy geschickt werden. Und dann gleichzeitig auch noch die Zugriffszeit, also praktisch der Techniker ist jetzt 2 Stunden da drin, kann seinen Job machen und danach muss er auch wieder Systeme, wo du ein Rausgeh-Passwort brauchst, damit du da auch überhaupt dann wieder rauskommst. Ui, krass. Und wenn die Zeit da abläuft? Das weiß ich nicht. Und da geht der Alarm wahrscheinlich los. Ja, wahrscheinlich. Also wo wirklich so High-Security-Geschichten, auch jetzt bei der EZB habe ich gestern gelesen, die ja jetzt heute in Frankfurt eröffnet wird, es gibt intelligente Fahrstühle, die automatisch, da musst du das Stockwerk nicht mehr drücken. Wo ich mich dann aber frage, woher weiß dann der Fahrstuhl, wo derjenige hin will? Ja, entweder du kommst rein, dann musst du in dein Büro und gehst wieder raus. Und irgendwo anders hin geht's nicht. Und dein Büro ist auf deinem Badge gespeichert, weil da sind ja die Zugangsdaten drauf, die brauchst du. Ja, okay. Und du darfst genau den Stock und sonst darfst du nirgends. Und wahrscheinlich, wenn du auf mehrere Stockwerke Zugriffsrechte hast, hält er wahrscheinlich in allen Stockwerken, die du kannst, darfst. Oder bietet es dann an und dann kann man sagen, okay, ja, also, da muss ich nochmal gucken, ob das irgendwo intelligenter Fahrstuhl, was soll das denn sein? Genau. Ich versuche jetzt gerade eine Brücke zu schlagen. Zum Livestreaming. Von der Intelligenz zum Livestream. Achtung, jetzt wird es ganz einmal kurz den Flip gemacht. Warst du schon mal auf YouNow? YouNow? Nein. Ah, das hast du mir auch davon erzählt. Das sind die Jungen, gell? Nein, das war. Also schon seit einigen Monaten oder Jahren, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, wo auch eben dann die YouTuber gesagt haben, ja, dann macht man das live bei YouNow. Und ich habe mir jetzt wirklich mal die Zeit, die letzten Tage genommen, was da auf diesem Dings abgeht. Also in Deutschland ist es sehr verpönt, weil in Deutschland da sind nur Kinder drauf. Also größtenteils. Das ist alles, das sind 12-, 13-, 14-Jährige, was wirklich auch Punkt 12, um das jetzt wieder die klassischen Medien aufzugreifen, hat sinnigerweise am Tag, nachdem ich zum ersten Mal dann auf YouNow länger war, einen Beitrag gebracht, was da abgeht und dass eben Jugendliche nicht ihre Telefonnummern rausgeben sollen und sich da nicht mit irgendjemandem verabreden sollen oder Dinge auf der Cam machen sollen, die sie sonst auch nicht machen würden und dass die Eltern da eigentlich gar nicht wissen, was da in den Kinderzimmern abgeht. Kann man schauen. Also es sind, also ich muss sagen, ich bin ja vage, ja. Es ist ein schönes Mittel, also du kannst live streamen, musst dich anmelden, hast einen Chat, wo dann praktisch alle Leute, die bei dir auf dem Kanal sind, auch dann chatten können. Man kann auch unangemeldet zugucken. Es gibt ein
Und es läuft irgendwie auch mit Hashtags. Also es gibt dann irgendwie Hashtags German oder Hashtags Deutsch oder Hashtags, was weiß ich, Musiker. Da gibt es welche, die dann den ganzen Tag irgendwie Gitarre spielen, da sitzen und mal gucken denen zu. Es gibt auch so ein Anreizsystem, dass du den Leuten irgendwie auch so einen Daumen geben kannst, eben Pfaff hoch. Die sehen die Zuschauer, die da sind. Und du kannst auch im Chat dann so Geschenke irgendwie, also okay. Das ich bin gerade, also im Juni 2011 wurde YouNow gegründet. Ja. Danke für den Hinweis. Wie hast du das jetzt eingegeben, dass das jetzt bei mir hier aufgetaucht ist? Ich habe den Chat auf der rechten Seite, Group Chat. Das ist automatisch. Bei YouTube. Mhm. Also jetzt okay. In einem Hangout. Ah, im Hangout, okay. Ja. Also ich habe auch gestern Abend gesehen noch einen Radiomoderator, der während der Radiosendung halt die ganze Zeit auf YouNow broadcastet. Mhm. Und das, was man live schickt, wird auch die letzten 4, 5 werden aufgezeichnet und sind praktisch wie bei Facebook auf so einer Timeline. Also man sieht dann praktisch Timeline nach unten, wo die alten Broadcasts sind und den kann man dann auch wieder kommentieren. Was ich sehr merkwürdig fand, ist, also es gibt dann wirklich Leute, die 1000, also es war nach diesem RTL-Beitrag, wo ich dann auf die Plattform bin und sinnigerweise auch eben gerade, weil auch die gefeatured war, die Protagonistin von dem Beitrag, die total geschockt war, weil sie war ja nicht geschminkt. Oh mein Gott, jetzt habe ich 2000 Leute hier bei mir auf dem Stream und ich bin ja nicht geschminkt. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Und rechts flatterte dann die ganze Zeit, ich habe dich gesehen, ich habe dich bei RTL gesehen, ich habe dich bei Punkt 12 gesehen. Wo Leute dann auch direkt zu dem Beitrag danach auf ihren Kanal gewechselt sind. Und was dann aber passierte, als sie aufgehört hat, also es gibt ja, also wie gesagt, immer Hashtags, wo dann praktisch German oder irgendwas, wo dieser Kanal in der Rubrik drin ist, dann hat sie aufgehört zu senden und dann rutschen automatisch, also du hast immer einen Livestream, wenn du da eingeloggt bist, dann rutschen automatisch von der Nummer 1, batsch, die ganzen Zuschauer auf die Nummer 2. Wow. Und die war dann auch erstmal schockiert. Was ist denn jetzt los? Ich habe 900 Leute mehr auf dem Kanal. Also. Die ungeschminkt sehen. Die sie ungeschminkt sehen. Wie bitte? Die sie ungeschminkt sehen. Die war dann. Also man geht ja eben. Also man. Also es war wirklich. Es war interessant zu sehen, halt so auch die Reaktion, weil sie halt dann auch nicht mit gerechnet hat, wenn sie da gerade erwähnt wird, dass das so eine Welle auslöst und so die Leute rüberzieht. Wo ich aber auch sagen muss, wenn Punkt 12, sagen wir mal, 500.000, 600.000 Leute im Schnitt zugucken, dass sie dann nur auf 2000 kamen, ist mir dann auch ein bisschen wenig. Muss man sich da registrieren? Ja. Du kannst auch ohne Registrierung zugucken. Okay. Und Twitter und Facebook. Und was ich aber... Vielleicht haben die Punkt 12 Zuschauer irgendwie J-U-N-A-U. Nein. Oder auf irgendwelchen anderen Streaming-Seiten gelandet danach. Genau. Nee, aber auf jeden Fall, es ist... weil ich habe mit vielen Leuten geredet, gechattet, die haben ja mich nicht gesehen, wo ich dann, wenn ich dann gesagt habe, so, ich bin 38, so erstmal so, alter Sack, Pedo, irgendwas, was geht jetzt ab hier? Die eigentlich gar nicht jemanden in meiner Zielgruppe irgendwie auf dieser Plattform erwartet haben. Und ich habe auch wirklich lange Gespräche geführt. Ich will das ja dann auch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist, natürlich gibt es verschiedene Gruppen, aber es sind doch sehr viele, die da einfach nur eine feste Fanbase haben. Es heißt auch Fan. Also wenn du zu jemand, vom Wording her, wenn du jemand den Kanal abonnierst, dann wirst du Fan von dem.
die dann wirklich ihre Grüppchen haben, den ganzen Tag davor sitzen, oh, ich mache jetzt gerade dies, ich mache jetzt gerade das, auch das ständige Wiederholen. Dann kommt irgendwas im Chat, dann lesen sie ständig vor, was da im Chat gerade geschrieben wird. Danke, danke für Fan werden, danke für Like, bla 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 bla. Es ist wie eine, aber auch, weil man keine Inhalte hat. Ja, eben. Dann muss man die Stille irgendwie überbrücken. Und das macht man, indem man das Publikum zum Thema macht. Beziehungsweise die Aktion des Publikums. Also es waren aber auch wirklich ein paar Sachen, wo ich dann erlebt, ich habe gestern so ein Fruchtzweig, sage ich ja immer, also so einen kleinen erlebt, der sagte dann, wie, ich habe nur 80 Leute auf dem Kanal, da brauche ich ja gar nicht anfangen, ich habe immer mindestens 150. Ich denke, what the fuck, Junge, was für ein Problem hast du irgendwie? Vor 5 Jahren konntest du nicht irgendwie 50 Zuschauer für irgendetwas machen, außer du standest in der Stadt auf irgendeinem Marktplatz. Nicht mal dann. Und jetzt du. Excuse me. Und dann gibt's noch so Geschichten, halt so Kanalinterne, gibt's ja bei YouTube auch, wo die dann alle irgendwelche Challenges machen und sich dann irgendwie gegenseitig featuren. Dann gibt's so eine Geschichte, dann prankt der eine, also immer mit dem Topic, also es gibt dann auch German Boys, German Girls, Boring oder Bored gibt's und dann machen die Pranks, dann haben die zwei, also jetzt als Beispiel mal, hat 200 Leute auf dem Kanal und sagt dann Chat und jetzt mal alle Text. Und dann wechseln die tatsächlich in den anderen Kanal rein und plötzlich taucht bei dem anderen dann, du stinkst, du stinkst, du stinkst, du stinkst. Und dann, oh, ich bin geprankt worden. Super. Also es ist so ein bisschen Kindergarten irgendwie, wo ich mir dann auch denke, so, was läuft da gerade irgendwie? Ja, aber ich glaube, vielleicht sollte man das nicht so als zu stark in der Öffentlichkeit anschauen. Es gab ja auch schon, früher gab es einfach nur so Textchats und da gab es aber auch schon so mehrere Dutzend Zuschauer, Mitleser, Mitdiskutierende in einem Chatroom und da gab es ja auch so die Stars, oder? Und die Moderatoren, die waren sowieso etwas Besseres als die normalen User und man hat eine gewisse Hierarchie und die Leute waren auch sehr jung, schon damals. Und ich glaube, das ist so in diesem kleinen Kontext, weil da sind sie die Könige. Oder? Da haben sie die Macht, um irgendwie 12 Leute zu sagen, hey, geh zu dem und weil er stinkt. Ich glaube, sie schauen es so aus dem Spaß, aus einem Spaßkontext an. Wir sind jetzt einfach ein paar Leute, wir kennen uns, diese Internetfreunde und wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, dass das Ganze noch audiovisuell untermalt wird und nicht nur rein textlich. Und es laufen dann aber auch so Geschichten, die ich auch höchst bedenklich finde, wo die dann praktisch auch wirklich Telefonate, also ich habe gestern Abend noch irgendwie, wo einer dann versucht hat, irgendwie ein Hotelzimmer zu reservieren und den halt den Mann am anderen Ende verarscht hat, der irgendwie, was weiß ich, der hatte 200 Zuschauer. Wo also ich habe als Kind, damals gab es noch Auslandsauskunft kostenlos, wo man anrufen konnte. Klar, haben wir auch gemacht in der Schule, angerufen, ich hätte gerne Telefonnummer in New York. Ja, wo denn? Ja, die Miss Liberty. Hm, super, witzig. Drei Leute haben gelacht. Aber dann halt nicht, also weil für mich ist es halt immer öffentlich. Also ich meine, es bleibt ja auch danach gespeichert. Ich glaube, das ist denen gar nicht, überhaupt nicht klar, dass das Ganze ja auch irgendwo gespeichert ist oder sich irgendjemand davon auch eine Aufnahme machen kann. Ja, nein. Wenn du jugendlich bist, dann kommt
dir gar nicht die Idee, dass das irgendwelche Folgen haben könnte. So, das ist ja alles online, wir haben ja nur Spaß. Warum sollte das irgendwie irgendeine Konsequenz haben? Oder ich hatte dann auch mit einem anderen Schweizer irgendwie noch auch eine längere Zeit, der dann irgendwie, wo ich gesagt habe, ja, wie alt, 20 und keine Ausbildung irgendwie im Moment. Ja, weil die waren so scheiße, hat den Arbeitgeber genannt, hat seine Vorgesetzte genannt, das war ja so eine blöde Fotze. Wo ich dann auch dachte, boah, Junge, also die Schweizer kenne ich eigentlich anders. Ja, das ist schon heftig. So freies Internet neben, wenn es gespeichert wird, dann kann man das ja immer wieder anschauen gehen. Also, das ist Medienkompetenz halt auch. Das ist dieses, das ist eigentlich, wo eigentlich. Aber es gibt halt keine Vorbilder auch dafür bisher. Nein, eben. Du sagst den Dienst 2011, dann gibt es jetzt seit 3 Jahren YouNow. Vier Jahre. Das sind 15. Auch so einfach, wie man mit umgeht. Ich meine, es gibt ja auch, was weiß ich, es gibt ja Leute, die bei, was weiß ich, bei Facebook gestalkt werden von irgendwie, wo auch Leute mit Realnamen irgendwelche Sachen machen, wo du heute jetzt auch bei Joyce, irgend so ein Drogendealer, der Instagram-Bilder gemacht hat von seinen, wie er Drogen verkauft hat und dann da steht mit der Kohle und die Polizei ist halt einfach mal da hingefahren und hat ihn dann festgenommen. Also das verstehe ich echt nicht. Oder dass man nicht die Konsequenzen eines solchen Handelns einfach nicht abschätzen kann. Aber wahrscheinlich haben da die Eltern nichts in dieser Richtung unternommen, um ihre Kinder zu erziehen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Vater. Die wissen gar nicht, was da abgeht. Ich kann nicht aber je länger sollten doch die Leute wissen, oder je mehr Zeit vergeht, sollten die Leute auch eine gewisse Kompetenz immer mehr entwickeln, wie man damit umgeht, weil so Leute in meinem Alter mit 30, um die 30 rum, die kriegen jetzt Kinder und die erziehen ihre Kinder und alle waren genauso gleich online wie ich auch oder mehr oder weniger und haben so ein gewisses Verständnis, ein gewisses Bewusstsein um die Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen. Vielleicht passiert das erst in den nächsten 10 Jahren. Also ich hoffe es mal schwer, dass es in den nächsten 10 Jahren mal passiert, dass die Kinder, die unsere Zukunft, eine höhere Kompetenz entwickeln für den Umgang online. Jo. Nee, es ist aber auch wirklich, weil es gibt halt da auch keine, es gibt da auch keine Beispiele irgendwie so, also so auch Verhaltensmuster irgendwo, wo man sagen kann, okay, ich kenne die Geschichte so und so, da lief es so und so, oder das ist halt alles noch nicht. Und es spiegelt sich aber auch in den Medien ja nicht wieder. Also es ist ja jetzt, um jetzt mal wieder ein schönes Zitat von der Republika letztes Jahr zu bringen, vorne ist, wo sich keiner auskennt. Also das sind halt jetzt Sachen, die da... Ja, Neuland. Ich kann mit meinem Handy, ich kann Livestreamen. So, wer verbietet mir jetzt hier irgendwo, was weiß ich, in der Firma darf ich keine Fotoaufnahmen machen, keine Videoaufnahmen. Aber ist ein Stream eine Aufnahme? Nächste Frage. Ja, es ist schon eine Aufzeichnung, nur eine temporäre, aber es ist eine Aufzeichnung. Sie wird nirgends gespeichert, aber sie wird übertragen. Und wenn es übertragen wird, untersteht es wahrscheinlich irgendwelchen Rundfunk. Aber es gab auch bei Kino, also in Deutschland zumindest weiß ich, gab es bei Kino.to irgendwie auch so ein Urteil. Wenn es im Browser-Cache ist, ist es nicht aufgenommen. Da war was. Okay. Gut, anyway. Also, wie gesagt, du hast ja kein iPhone.
Weil ich würde jetzt auch gerne in München irgendwie, also man merkt halt so an öffentlichen Orten, um jetzt auf, um jetzt zu klammern und auf Meerkat jetzt wieder irgendwie zurückzukommen, das ist, was ich glaube, was zieht, dass wenn du an öffentlichen Orten irgendwo, wo man sonst nicht hin, oder bei Veranstaltungen, also ich bin jetzt auch auf die Republika gespannt, im Mai, wie viele denn dann da sitzen werden, oder wann die ersten Schilder kommen, irgendwie, no Fotos, no Meerkat. Ach, dass das jetzt so explizit, eben, das ging ja vorher, früher mit Ustream auch, mit deiner Ustream-App zum Beispiel. Es war wahrscheinlich einfach nicht so populär, wie Meerkat jetzt gerade gepusht wird in den Social Media, Internet. Ja, du musst dich halt extra anmelden dafür. Muss ich nicht anmelden? Ja. Es ist ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger Schritt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wird das kommen. So wie es die genau Google Glass Schilder in Bars in Silicon Valley gab, wird es wahrscheinlich Ähnliches geben, aber. Ja, Entschuldige, weil da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, ich habe einen Meerkat-Stream zugeguckt, wie zwei Google-Mitarbeiter in Mountain View auf Parkplatzsuche waren. Die sind rumgekurft mit dem Auto. Bei Google, in die Tiefgarage dürfen sie nicht reinfahren, da haben sie die Berechtigung nicht, und sind bei Google rumgekurvt und haben einen Parkplatz gesucht. Wo ich dann auch geschrieben habe, so, der Suchmaschinen-Gigant und dann findest du da keinen Parkplatz. Also suchen und finden, ja. Ja, es ist halt nicht online, oder? Ja, aber da könnte man ja auch, du könntest von oben Überwachung irgendwie, da ist frei und ich sehe auf der App, oh, da ist ein freier Parkplatz, also fahre ich jetzt dahin. Oder reserviere den schon mal in der App vor. Ja, wie in modernen Parkhäusern geht das. Also ist das ja recht gut gelöst mit irgendwelchen LED-Lichtern oben, die dir mit der Farbe anzeigen, da ist noch frei. Wo hast du das denn gesehen? Das ist in Zürich. Okay. Da siehst du auf der Straße, siehst du, wie viele Plätze im gesamten Parkhaus offen sind, normales Parkleitsystem, das sollte es auch in Deutschland geben. Und dann, sobald du reinfährst, siehst du jeweils auf der Ebene, wenn du runterfährst, wie viele Plätze noch auf dieser Ebene frei sind. Und dann haben sie halt so Infrarotsensoren, wo das Auto dann reinsteht und eine Lichtschranke durchbricht, wird der Platz als besetzt gekennzeichnet und oben über dem Auto, so quasi auf dem, wo du fährst, wechselt das Licht von grün zu rot. So, wenn du unterwegs bist, dann siehst du genau von Anfang an, welche Plätze noch frei sind. Vor allem halt ein Thema für kleine Autos, wenn jemand Smart dann weiter vorne steht, dann kommt immer die Enttäuschung und so siehst du gerade von Anfang an, da steht ein Auto, okay, ja, der nächste ist grün rein. Ich war aber auch schon lange nicht mehr in der Tiefgarage, muss ich sagen. Ja. Wahrscheinlich haben sie jetzt schon App-Lösungen, die dir sagen, du bist im Stock minus 5 im grünen Bereich, Platz 100 bis 120. Also ich nehme an, dass das heute schon in diese Richtung geht, weil, warum nicht? Man braucht nur Empfang in der Tiefgarage, das ist das Einzige. Okay. Na, weil ich habe gesehen, es gibt irgendwo, ich glaube in Japan, dass du außen entlang am Zug auch so LED-Leisten hast. Also oben dann am Gleis und dann wird praktisch angezeigt, wo noch freie Plätze sind, dass du praktisch in den Zug schon gucken kannst, hinten sind mehr freie Plätze, also gehe ich eher lieber hinten rein. Das Ganze gekoppelt mit den sowieso bereits vordefinierten Einsteigezonen bei den Zügen. In der Schweiz haben sie höchstens, bei der SBB, bei der Bundesbahn, haben sie seit einigen Jahren jetzt im Online-Fahrplan geben sie dir wenigstens die Auslastung an. Kannst du auswählen, okay, der Zug ist voller, weil
Verbringungen nicht nehmen nutzen, wenn das geht. Aber meistens geht das nicht, weil man muss ja irgendwann zu einer gewissen Zeit im Büro sein. Und meistens ist das dann, wenn der Zug am vollsten ist. Aber Telearbeit. Ja, das steuern sie in Deutschland über, über den Preis. Also da gibt es dann so Sparangebote für die weniger Ausgelasteten. Da sieht man dann, die sind billiger. Ja, das wird bei uns wahrscheinlich auch kommen. Beziehungsweise die nicht, oder sind dann, die Preise werden gleich bleiben, halt variabel steigen über der aktuellen Baseline-Ebene. Die werden ganz sicher nicht runtergehen mit den Preisen. Ja, weil ich bin ja im Moment jetzt nur halbtags und wenn ich abends um 6 zur Arbeit fahre, ist, also, es geht eigentlich, und wenn ich dann aber mal ein paar Stunden vorher die Richtung, dann ist plötzlich proppenvoll, was ich so gar nicht gewohnt bin. Und nachts zurück ist auch immer schön leer, also nachts in München mit der S-Bahn unterwegs, da findet man immer einen Platz. Nachts, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Was ich, seit ich umgezogen bin, speaking auf Auslastung von öffentlichen Verkehrsmitteln, spannendes Thema. Ich wohne direkt an der Tramlinie, die eine Uni bedient in Zürich. Mittlerweile hab ich bemerkt, ich weiß jetzt, wenn die Biologen und so Prüfungen haben, weil dann ist das rammelvoll und alle haben ihre Kärtchen, ihre leeren Kärtchen dabei und sie sagen, ah, okay, ist wieder Prüfungszeit, geht wieder los. Und dann weiß ich, gut, dann nehme ich einen Tram später, weil alle irgendwie um 8 dann in der Uni sein müssen. Und wenn ich einen später gehe, dann weiß ich, ich kann variieren, Gleitzeit. Dann kann ich wenigstens einen Sitzplatz ergattern am Anfang. Nur so, eben, super interessant sind die Themen, die die Leute packen. Könntest du dir vorstellen, live im Bus zu streamen? Nee. ZGB 28, Schutz, die Rechte am eigenen Bild und Ton und Schrift. Du müsstest die Bewilligung einholen oder du kannst angezeigt werden. Das ist aber, ja, wenn nur du zu sehen bist? Nur du oder du ein wichtiger Teil des Videos bist. Ja. In einem gewissen Kontext kann es auch so gedreht werden, so à la... Ich hätte um die Zeit nicht da sein dürfen und deswegen hast du mir einen Schaden gemacht, indem du die Aufnahme von mir gezeigt hast. Es könnte, da wagt man sich schon auf Glatteis raus. Das sind die Persönlichkeitsschutzrechte in der Schweiz schon relativ gut. Stimmt. Fällt mir gerade ein, das haben sie gar nicht gesagt, wo ich bei dieser Aufzeichnung dabei war. Weil beim ZDF sagen sie das eigentlich. Da sagen sie, sitzen sie auch wirklich neben der Person, neben der sie gesehen werden wollen im Fernsehen. Das haben sie diesmal nicht gesagt, stimmt eigentlich. Aber gut, also es war wirklich, also bei Brainpool, wie mit den Zuschauern umgegangen wird, also wirklich, du durftest kein Handy mit, noch nicht, also Lederjacken waren auch verboten. Man wurde abgetastet am Anfang, zu trinken durfte man sich auch nichts mitnehmen. Während der Aufzeichnung durfte man das Studio nicht verlassen. Also wirklich High Security für eine Aufzeichnung. Wo ich mir auch denke, so, hä? Gut, anyway. Ja. Und dann sitzt jemand drin und streamt. Nein. Mit Google Glass. Oder mit der Apple Watch. Hat die Apple Watch eigentlich eine Kamera? Nee, oder? Nee. Oh doch, nein, hat sie nicht. Man kann nur die Kamera des Smartphones steuern. Sinnvoll. Ja. Ja. Jetzt haben wir 1,5 Stunden. Ja, die Glocken läuten gerade hier. Wir haben ja
Ich wollte gerade hier gucken, was im Fernsehen kommt. Nein, das Sehr kommt. gut. Weil ich habe ja wirklich, ich guck ja immer dann auch fremd, also Konkurrenzbeobachtung. Die Kollegen sagen schon, ah, wenn du zu Hause bist, guckst du eh nur irgendwie andere Teleshopping-Sender. Was guckst du denn? Vor allem auch Kollegen, die dann beim Konkurrenten noch in München arbeiten. Und dann sage ich, oh, ich habe dich da gesehen, du warst da on air. Und dann so, hä, wieso hast du das gesehen? Weil ich dann sage, ich gucke auch, das ist Konkurrenzbeobachtung für mich immer so, was die anderen machen. Damit man sich halt selbst auch mal ein bisschen auf andere Ideen kommt. Und gut. Und? Also YouNow, wie gesagt, es ist aber auch, es ist so eine Zeitvertrödelung, ja. Also, Moment, das wollte ich noch loswerden. Ich habe festgestellt, weil du vorhin gesagt hast, so die Leute hauen wieder ab. Ich habe festgestellt, bei den Meerkat-Livestreams wird bis, also es ist ja auch kein definiertes Ende. Also du kannst schedulen, wann es losgeht, ein Stream, aber der Stream wird von demjenigen dann beendet, der sendet. Und ich habe wirklich festgestellt, dass sehr viele Leute sehr lange, auch wenn wirklich nur der größte Quatsch irgendwie kommt, dass die dranbleiben, anscheinend in Erwartung, dass noch irgendwas passiert. Oder wirklich auch das dann auf dem Tablet haben und das Tablet zur Seite legen und einfach diesen Stream laufen lassen. Weil auch sehr oft, also ich habe, ich sag so oft, fällt mir jetzt gerade auf, ich sag so oft, ich habe gestern oder vorgestern, aber so ist es ja auch wirklich gerade aktuell. Ich habe einen Stream von einem Typen, der sonst irgendwie Audio-Streams und sonst so Videostreams für Veranstaltungen macht. Und der wollte halt auch einfach mal Meerkat probieren und hat Meerkat die ganze Zeit laufen gelassen. Der war bei einem Rehearsal irgendwo, eine Bühnenveranstaltung, wo er Licht gemacht hat. Und er hat die ganze Zeit die Kamera nur auf sich gerichtet. Und dann saß er da, hat geschrieben, hat ein bisschen an den Reglern gemacht, hat wieder geschrieben. Und die Leute sind im Stream geblieben, haben ihm zugeguckt. Er hat dann zwischendurch, weil man durfte ja nicht merken, dass er gerade hier live streamt, dann Sätze geschrieben auf Papier, hat die Sätze in die Kamera gehalten. Waren dann auch ein paar Leute, die ihm dann zurückgeschrieben haben. Aber also es ging wirklich über Stunden, also mindestens 2 Stunden, und es waren durchschnittlich 10 bis 15 Leute in dem Stream drin. Ja, das ist doch auch so der Novelty-Effekt. Das ist was Neues, man schaut mal aus Neugier rein. Ja, aber dann bleibst du doch nicht hängen. Oder was ich auch feststelle, wenn sehr viele Leute, oh, auch sehr geil, Johnny Häusler ist der Organisator von der Republika eben, hat auch Meerkat-Stream und oh, ich muss vorher anfangen. Kevin Rose, kennen wir beide. Kevin Rose hat einen Meerkat-Stream angekündigt am Tag vorher. Who wants to breakfast with me? Dann haben sie schon auf diesen, also man kann sich dann schon auf den Schedule subscriben. Dann haben sich da schon über 100 Leute vorgemerkt für diesen Stream. Noch nichts. Ja. Und als er dann wirklich, als er dann wirklich live on air ging, sind innerhalb von kürzester Zeit, hatte er 1300 Leute auf diesem Stream drauf. Und er stand in seiner Küche, man hat ihn noch nicht mal gesehen. Er stand an der Küche und hat Kaffee gemacht. Und du hast gesehen, wie er die Bohnen macht. Der braucht 15 Minuten, um sich Kaffee zu machen. Wie er sich dann zuerst die Bohnen mahlt, die Bohnen wiegt er erst mal ab. Genau 35 Gramm dürfen es nur sein. Dann malt er die Bohnen, oder nee, er malt sie, genau, und die gemahlenen wiegt er dann ab. Dann hat er so ein Durchlaufdings, wo du praktisch oben durchgießt und unten nur die Tasse hinstellst. Filterpapier rein, das muss erstmal angefeuchtet werden, sonst hat er den Geschmack des Filterpapiers im Kaffee drin. Also erstmal warmes Wasser durchlaufen lassen auf ein anderes Blatt. Es war unglaublich. Ich dachte echt so, was geht hier gerade ab, ja? 1300 Leute, die ihm zugucken, wie er Kaffee macht. Wie er langweiligen Kaffee, Filterkaffee macht.
langweilig und pretentious Filterkaffee. Aber es war Kevin Rose und ich meine, gut, er hat auch danach halt noch ein paar Sachen, die ich habe ja auch drauf gewartet, dass man irgendwie so ein bisschen, aber der Chat, chatten geht dann nicht. Also, weil dann kommt da so viel Zeug, wo du gar nicht drauf reagieren kannst. Ja. Aber das ist schon, ich weiß auch nicht, ich finde es dann halt auch komisch. Also gut, wenn ich jetzt live mische, weiß ich auch, okay, was ich jetzt umdrücke, das geht live raus. Also hinter mir, da ist nichts mehr, da geht es hoch zum Satelliten, batsch und wieder runter. Und wenn man aber wirklich denkt, man hat jetzt ein Handy in der Hand und da sind jetzt, lass mal 2000 oder mehr, da sind tausende Leute jetzt auf diesem Handy drauf, die das gerade sehen. Das ist, das kann man gar nicht mehr begreifen irgendwie. Empowering, wie sie so schön sagen, oder? Und das sollte man jetzt ja irgendwie für, oder jetzt spielt man einfach noch rum. Jetzt schaut man, was geht nicht, was finden die Leute spannend, interessant. Und irgendwann wird sich jetzt, wenn sich das etabliert, wenn die Leute nicht wegen ADHS irgendwie sofort zu den alten Sachen, Plattformen abwandern oder zum nächsten Ding rüber, next big thing rüberrennen, wie kann man relevanten, spannenden, guten Content bringen, weil wie Kevin Rose Kaffee macht, ist ja einmal lustig, zweimal auch, aber dann nehmen das dritte Mal hat man es dann gesehen und dann muss er schon Kaffee auf den Kopfstand machen, damit da wieder Leute wieder einschalten, würde ich jetzt mal annehmen. Das muss sich jetzt halt entwickeln. Und das ist auch, es ist aber auch dieses, wenn du weißt, also eben diese Annahme, es ist nicht gespeichert. Also es war auch Jimmy Kimmel, amerikanischer Talkshow-Host, hat auch innerhalb von kürzester Zeit 1500 Leute zusammen gehabt, saß bei sich im Büro und hat dann einfach Quatsch gemacht mit den Leuten. Und so, okay, it's not gonna be recorded. So, okay. ich wollte zurück zu Johnny Häusler. Der hatte aufgerufen, auch da waren halt nur die Deutschen dann da. Also nur die Deutschen. Muss ja auch aufpassen, was ich sage hier, gell? Ich habe ja keine Redaktion hinten dran, die das rausschneidet. Jetzt muss ich nochmal einhaken, weil das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, jetzt gucke ich mir so viel englisches Zeug an, eigentlich müsste man echt YouTuben und Dings auf Englisch. Weil da kriegt man die Zuschauer. Kann man ja nächstes Mal. Ja, oder will man jetzt wirklich die deutsche Zielgruppe irgendwie ansprechen, aber schon allein, wenn man es Englisch macht, ist das halt schon ein Mehrfaches, was irgendwie, wo es auch interessant ist, wirklich. Schau dir mal die Themen ab, die wir bisher jetzt heute Abend besprochen haben, abgesehen von Joyce und deiner Zeit bei RTL, waren sie schon sehr Silicon Valley getrieben. Ja, weil das halt aktuell war. Ja, klar. But I don't know if you're watching to an English talking German guy who's looking for words and das wäre dann mehr so Podcast. Ja, das stimmt. Wenn was leidet, ja. Oder ich mache halt wirklich YouTube-Video und schneide dann die Irms raus. Das genau. Ist ja eh der Trend. Mit 12.000 Stunden. Oh, ja. Sagt dir Modern Family was? Ja. Hast du das gelesen, Modern Family, die eine Folge mit die nur auf iPads und iPhones gedreht wurde? Ja, also das war ja Nummer 1, das war ja fantastische Apple, 45-minütige Apple-Werbung, aber sie war von der Produktion her, war das schon geil, dass das einfach so, diese Storyline so mit den verschiedenen Screens und ich wusste, dass du es gesehen hast. Endlich mal, weil ich sag die ganze Zeit irgendwie, weiß von meinen Kollegen, die gucken das halt alle nicht. Ich hätte es ja auch nicht geguckt, wenn ich nicht die Dings dazu gelesen hätte. Aber es war wirklich, ich habe mir
drei- oder viermal diese Folge angeguckt. Es ist nie langweilig. Nee, was passiert immer was. Ja, und du hast auch Dinge, die ja auch in guten Filmen, jetzt mal ein kleiner Tipp hier an die ganzen Filmer, du hast auch so ganz subtile Dinge drin, die dir erst beim dritten oder vierten Mal sehen, auffallen überhaupt. Ja, ja, sind auch so Meta-Witze, die dann halt auf einer anderen Ebene dann durchgeführt werden. Und irgendwelche kurze Kommentare, ich glaube, sie war dann irgendwie auch schriftlich irgendwie, oder sie schiebt Sachen rum, während sie das Gegenteil am Erzählen ist, also wirklich super. Also Modern Family finde ich eh cool. Aber die Folge war wirklich top produziert. Es sind ja auch, du kannst mal googeln, Easter Eggs in der Folge. Mhm. Es sind auch so viele Sachen irgendwie, wo in diesem Text, was die Tochter ihr schickt, dass sie das da durchlesen soll, hat sie in diesem Text steht drin, I know that you're not reading this. Ja, das habe ich sogar gesehen. Okay. Aber oder auch, wo auf der Webseite in der Werbung irgendwie Bezug genommen wird auf irgendeinen Kinofilm, der irgendwie vorher schon mal angesprochen wurde in der Serie. Oh, wow. Und das dann Teil 2 ist irgendwie davon. Und also, super geil gemacht. Mhm. Also die Serie hat es sehr gut im Griff, so unterschwelligen, es ist zwar sehr klamaukartig, häufig, aber sie bringen trotzdem immer wieder fertig, so unterschwelligen Humor reinzubringen, der dir erst ein paar Sekunden später dann auffällt, was eigentlich der Witz war dran. Aber sie sind schon weiter. Also sehr, sehr eine meiner, wenn nicht meine Lieblings-Comedy-Serie im Moment. Also da läuft in Deutschland im Moment auf Nitro, RTL Nitro, die Staffel, ich glaube, 3. Und das war jetzt also in der 6. Also das dauert jetzt noch mindestens anderthalb, zwei Jahre, bis das dann in Deutschland zu sehen ist, die Folge. Dann sind die ganze Apple-Software, die da gezeigt wird, überhaupt nicht mehr aktuell. Aber ist es denn, ich habe ja nicht upgedatet bei mir, sieht denn wirklich aktuell so aus? Mavericks immer, oder? Oder was ist denn aktuell? Yosemite. Ah, okay, Yosemite, genau. Ich glaube, ja, ja. Also ich würde das auch erwarten eigentlich, wenn Apple... Also ich fand es dann auch sehr aufgeräumt, ich glaube, also... Ja, es ist schon sehr aufgeräumt, vor allem ist die Menüleiste ist ja jetzt, es ist ja jetzt alles in Helvetica gehalten, die ganzen Fonts, und das macht schon so ein wenig einen aufgeräumten Eindruck und sind auch wieder noch flacher als vorhin. Das ist auch so Modem, UX, UI. So, das ist ja, es war ja zuerst war das Nachmachen, oder? Das Geomorphism vom iPhone und so mit den echt aussehenden Materialien. Und dann angefangen mit Microsoft Windows Phone war ja dann das Flat Design, das dann auch von Google recht schnell übernommen wurde und dann auch von Apple, aber jetzt wurde es von allen so ein wenig weiterentwickelt, dass es so eine Zwischenlösung gibt mit 3D aussehenden Flächenebenen, und es sieht ansprechend aus. Okay. Sollen wir noch was Aktuelles einbauen? Wir sind ja gerade live mit 0 Zuschauern. Dass Windows den Internet Explorer einstellt, hast du auch schon gelesen, oder? Ja. Also die Marke. Die Marke, genau. Jetzt sind ja neue, also sie wollte ja einfach nur Microsoft A, also wie der Buchstabe A. A. Ist A. Im Gespräch. Hm? A. Ja. Mach mal A auf, ich und google was oder so. Bing was. Bing was, ja. Ich habe, meine Idee wäre, man nennt ihn Go. Und dann kann man sagen Bing Go oder Go Bing. Das ist wahrscheinlich schon irgendwo reserviert. Von irgendwelchen ABC, also keine Ahnung. Ich glaube, das Go-Label ist bereits schon irgendwie reserviert.
Entschuldigung, ich muss schon wieder zurückspringen. Weil in der Anfangszeit, was ich noch loswerden wollte, bei Meerkat, war viele Leute, die einfach nur auf Stream geklickt haben und dann streamst du sofort und das dann wieder abgebrochen haben. Das Problem ist natürlich, du hast dann immer die abgebrochenen, also du hast dann einen Link bei dir in der Timeline, dann klickst du auf den Link und dann steht schon da Stream ended. Und dann kommst du halt ständig auf irgendwelche Meerkat Stream ended, Stream ended, Stream ended. Mhm. Und da, deshalb kommt wegen der Domain jetzt drauf. Ich hatte nämlich geguckt, streamended.de ist noch frei. Oh. Also, wer das gerne möchte, jetzt zuschnappen. Jetzt zuschnappen. Mein Domain-Tipp, weil ich habe mir ja auch, aber da reden wir nachher nochmal drüber. Ich habe mir aktuell was sehr, sehr Geiles gesichert noch. Gut. Aber Internet Explorer ist eh weg vom Fenster, oder? Ja, jetzt hat es das weg vom Fenster. Oh. Seit ein paar Monaten hat jetzt auch in der Schweiz irgendwie Chrome den Internet Explorer als populärster Browser abgelöst. Ich glaube, als einer der letzten Länder in Europa, was ja auch nicht unbedenklich ist, aber ja, wenigstens ist der nicht standardkonforme Internet Explorer nicht mehr der Platzhirsch. Aber offenbar sei ja mit der Nummer 10 sei der gar nicht mal so übel, was Webstandards anbelangt. Aber ist der Ruf erstmal ruiniert, dann braucht niemand mehr deine Software, von wegen ungeniert leben. Ja. Weil ich habe ja hier immer noch meinen XP-Rechner für alle Notfälle. Ja, für Notfälle habe ich jetzt noch andere Devices. Es ist aber auch wirklich, man ist aber so ein bisschen. Da wolltest du gerade was zeigen? Nee. Haben wir schon umgesetzt. Okay. Ich habe ja noch einen alten Flachbettscanner und was habe ich denn noch? Meine Dings, die alte Mini-DV-Cam, die kann auch nur Firewire in den, über die, gut, okay, die könnte auch am iMac natürlich rein. Ja, muss man mal gucken. Der ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Nein. Über 10, den hatte ich ja in Köln schon. Ich habe mir den PC gekauft als RTL, jetzt sind wir wieder beim RTL, als RTL auf einen nonlinearen Newsroom umgestiegen ist, weil das war nämlich damals Pinnacle Liquid oder auf Pinnacle Liquid Basis und die Mitarbeiter haben bei der Schulung, nach der Schulung, für zu Hause eine Videokarte gekriegt, Pinnacle Liquid, damit wir zu Hause üben konnten, Video schneiden. Und da habe ich mir den Rechner gekauft, dass ich die Power hatte, überhaupt zu Hause Video zu schneiden. 2002. Wow. Da floss das Geld auch noch in Mengen, hä? Ja, naja. Ich kann mich ja nicht beschweren. Also sagen wir mal, von meinem, wie gesagt, ich arbeite im Moment nur halbtags und wohne in München. Ja. Und suche jetzt aber auch wieder dringend eine Wohnung, eine günstige. Da kann ich leider nicht helfen. Meine Münchner Connection, die haben alle Wohnungen und planen gerade derzeit nicht wegzuziehen. Ja, ich würde ja wirklich liebend gern irgendwie so eine YouTube-WG aufmachen. Weißt du, dass man einfach so ein paar Leute hat? Nur jetzt möchte der Besitzer der aktuellen, der möchte keine WG mehr da drin haben, weil ich bin ja in der WG. Mhm. Ja, schwierig. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Oder falls jetzt irgendjemand diesen Stream danach anguckt und zufälligerweise, naja, gut. Genau, in 3 Monaten. Gut. So. Dann haben wir jetzt fast 2 Stunden. Mhm. Puh. Was habe ich gesagt? Von nebenbei laufen lassen und die ganzen Kinder und ja.
Genau. Aber hätten wir jetzt noch wirklich, das wäre jetzt wirklich, ihr habt die Chance verpasst, hättet ihr jetzt uns hier noch ein bisschen Chat mehr, oder es ist auf dem, hattest du zwischendurch den YouTube-Dings auf, dass die Leute bei YouTube kommentieren, das kann natürlich auch sein. Ja, dann habe ich doppelten Sound. Und ja nicht, Nordland-Video, sorry, zu spät gesehen. Ich denke das nächste Mal dran. Den Kommentar bei YouTube. Weil ich dachte die ganze Zeit, du bist der eine Zuschauer. Dass du den Stream nebenbei laufen hast. Ich hatte nur kurz, so 5 Sekunden lang offen und dann habe ich geschlossen. Okay, also sorry Nordland-Video. Danke für Zugucken. Das war dann aber auch eine lange Zeit, wo sie zugeguckt hat. Okay. Gut, wir haben es nicht für ganz umsonst gemacht. Hooray! Womit ich praktisch jetzt auch schon das Schlusswort, oder? Gesagt habe, dass wir das Ganze jetzt demnächst beenden. Ja, sowieso. Aus irgendwelchen hier unerfindlichen Gründen bin ich seit circa einer Dreiviertelstunde auf Akku und habe jetzt noch 17%. Das ist der Anfang meines Schlussworts. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei so. Ich weiß jetzt gar nicht. Bleibt sauber, auch du Knopf, der schlimme Finger. Ja, ja, immer, ich bin ja kein Grieche. Er hat ja dementiert, dass er gar keinen, achso, da hast du gar nicht so mitgekriegt, gell? Doch, mit dem Mittelfinger und so, ja. Genau. Er hätte gar keinen Mittelfinger, war jetzt die letzte satirische Auseinandersetzung damit. Er hat keine Mittelfinger. Ja. Gut. Vielleicht ist die Lösung, dass die Griechen alle streamen und wir gucken alle griechische Sendungen an. Das genau, ist Joyce auch. Joyce soll auch sich aufs Internet beschränken und vielleicht klappt das auch mit dem Überleben. Ich werde es dem, falls ich ihn sehe, ich hoffe, dass ich ihn sehe auf der Republika, ich werde es Herrn Mazzara ausrichten. Weil das könnte vielleicht wirklich, dass man sagt, nur Stream und hat da halt seine Zielgruppe und ist aber dann wirklich in der Zielgruppe und gut. Alles klar, dann bedanke ich mich. Ganz großer Dank. Ja, danke auch. Das war ich habe vorhin geguckt, 27. September war das letzte Mal, das heißt 5,5 Monate, dass wir vielleicht einen dritten Teil noch irgendwie hinkriegen demnächst. Mhm. Halt gleiches Problem, wann bin ich hier in Heidelberg, wann bin ich, oder habe meinen Rechner unten in München in einer eventuell neuen Wohnung dann. Gut, schauen wir mal weiter. Mit ein paar Tagen Vorlaufzeit lässt sich das hinkriegen. Okay, dann Gruß nach Zürich. Ja, danke. Und schönen Abend noch und auch ciao an alle, die da noch irgendwie draußen gucken. Danke fürs Aushalten. Danke fürs Aushalten. Für die, die bis zum Schluss dran geblieben sind, jetzt kommt noch der Super-Tipp. Achtung!